die größten Schweizer Talente mit leshop.ch, Subaru, der 4x4 für die Schweiz und Visilab, der führende Schweizer Optiker. Die grössten Schweizer Talente live aus der Bodensee Arena. Freut sich auf einen grossartigen Samstagabend mit diesen Talenten. Unsere 10 Talente zeigen am heutigen Ostersamstag, was sie drauf haben. Legen wir los! Schnell, cool, rassig! Es hat wunderschöne Momente gehabt. Ich war baff von der ersten Sekunde an. Es war einfach Hammer! Wir haben sich die Nackenhaare aufgestellt. Die Stimme und die Melodie hat mir sehr gut gefallen. Das ist das Beste, was wir heute gesehen haben bis jetzt. Es war wirklich großartig. Bodensee Arena. Und unsere Jury hat für Sie zuhause schon mal 10 farbige Überraschungseile ins Nestchen gelegt. Und Sie dürfen 5 davon aussuchen. 5, die Sie denken, haben es verdient, ins grosse Finale vom nächsten Samstag zu kommen. Ja, und 4 sind natürlich schon mal gesetzt, außer Konkurrenz. Und das ist unsere Jury. Willkommen, der DJ Bobo, Christa Rigozzi, Gilbert Gretz und Sven Epinet. DJ Bobo, ja. Es nimmt einem natürlich ein bisschen Wunder. Bist du gut aufgestanden? Super, guten Tag gehabt. Regen hin und her, ich bin ein sonniges Gemüt, mir geht es super. Da sind wir froh. Letztes Mal hast du es ja gewagt, den roten Buzzer zu drücken. Wie locker sitzt die Hand heute? Die sitzt immer gleich, also an mir liegt es nicht. Nein, ich meine das ernst. Gut. Stürmische Zeit. Hast du nicht das Wetter gemacht diese Woche? Nein, definitiv nicht. Ruhig bleiben, ruhig bleiben. Gilbert Gretz, es war stürmisch, oder? Aber die Frisur sitzt. Das ist. Aber etwas muss ich sagen, wir kriegen ja schon so viel Beifall, ohne Leistung gebracht zu haben. Das ist ganz selten. Hm? Also auf dem Fußballplatz kriegst du solche Beifall nicht, wenn du nicht was bietest. Ja? Ja. Christa, du bist wahrscheinlich als einzige gestern in die andere Richtung gefahren am Gotthard, oder? Hast du gewunken? Das stimmt. Aber ich bin doch in die richtige Richtung gefahren. Ich bin hier im Kreuzlingen, die Sonne wird heute Abend scheinen auf die Bühne mit so vielen Talenten. Und wir werden so viele Emotionen haben. Darum scheint die Sonne in Kreuzlingen heute Abend. Ja, und ich glaube, in den nächsten Tagen sollte das Wetter für uns wieder viel, viel besser werden. Wahrscheinlich dank der Christa Rigozzi. Sven Epinet,
Ein Blick zurück auf letzte Woche. Die beiden Golden Buzzers, die dort auftreten sind, haben es geschafft ins grosse Finale vom 11. April. Spürt man da einen gewissen Druck? Dein Golden Buzzer ist ja heute dran. Das stimmt, aber ich bin sehr zuversichtlich, weil sie jetzt super gemacht in den Castings. Und wir haben nichts gesehen, muss ich sagen. Wir gehen nicht die Probe schauen am Nachmittag. Ich habe keine Ahnung, in welcher Verfassung das Kandidaten sind. Aber ich bin extrem zuversichtlich, dass Lina das packen wird. Die hat einen guten Lauf gehabt, dann das erste Mal im Theater 11. Und heute wird es sicher gut rauskommen. Also ein zuversichtliches Sven Epinet Schweiz, lasst euch zu und steht natürlich hinter unseren Talent. Darum an euch, toi, toi, toi. Ja. Bitte schön, ihr könnt Platz nehmen an eurem Jurypult und das ist euer Applaus. Ein klares Ja oder vielleicht ein Fall für den DJ Buzzer, Bobo, Rote Buzzer, ist ja egal. Kommt ja schlussendlich jemand aufs Gleiche. Sie zuhause entscheidet auf jeden Fall per Telefon oder SMS, wer es auf Platz 1 bis 4 schafft und somit direkt im Finale ist. Platz 5 und 6 muss unsere Jury dann da vorne noch mal ein bisschen schöne Augen machen, weil sie werden dann entscheiden, wer noch mal auftreten darf am nächsten Samstag. Ja. Und sie dürfen erst anrufen, wenn alle Kandidaten heute Abend auf der Bühne gestanden sind. Alles klar? Dann machen wir die Bühne jetzt frei. Nach ihrem Auftritt im Theater 11 hat der Trainer Schilberg gefordert, Dopingkontrolle. Kein Wunder. Was Special E-Force da leistungsmässig abgerufen hat, ist definitiv ein bisschen von einem anderen Stern gewesen. Special E-Force, das sind zwei Coaches, die auch schon bei uns auf der Bühne gestanden sind. 16 Mädels und zumindest für die nächsten paar Minuten ein Prinz. Wie im Märli. Spieglein, Spieglein an der Wand. Wer ist das größte Talent im ganzen Land? Da war Feuerlaufen. Wir haben schon wieder Ende. Wir haben sehr hart für das Turnier und das endlich zu zeigen, war einfach ein riesiges Erlebnis. Das Wichtigste ist gesagt, er hat alles richtig gemacht. Wir haben wirklich mega mitgefiebert. Schlussendlich sind wir mega happy gewesen. Ein Moment im Leben, wo man glaub nie wieder vergessen wird. Es war einfach Hammer. Dankeschön. Drei, zwei, eins, ja! Ich bin riesig gefreut und sind umgekumpelt und umgeschreit. Und ja, ich bin glücklich gewesen. Ciao zusammen! Wow, wow, wow. Könnt ihr euch vorstellen, warum ich hier ein bisschen auf Basel komme? What are you waiting for? Ich muss euch jetzt sagen, man hört es dann, man überlegt sich, vielleicht kann man ins Halbfinale kommen. Aber wenn es dann wirklich so ist, das ist wirklich einfach. Unbeschrieben. Ja, wir sind noch nie auf so einer grossen Bühne gestanden. Man sieht auch, wie viel Aufwand so eine grosse Bühne und Technik braucht. Das ist einfach überwältigend. Es ist ein neues Konzept. Wir haben diesmal eine Aussage, eine Geschichte, die wir erzählen. Und ich denke, dass das einen ganz neuen Aspekt von der Gruppe Special E-Force gibt. Christa, was sagst du? Also, ich finde ja Special E-Force ins Finale. Special E-Force! Also, die Hoffnung ist sicher um. Also, muss fast um sein. Wir sind so motiviert, dass wir es schaffen ins Finale. Und wir werden sehen, was rauskommt dabei. Can't pin you down, 'cause
give you all of me, and you give me all of you. Oh. I'm just a man. I don't want you to leave. Will you hold my hand? Oh, won't you stay with me? But darling, stay with me. Ihre Truppe, und zwar eure beiden Coaches. Sie sind ja von Special Elements und die kennen wir, die sind auch schon auf unserer Bühne gestanden, da bei der grössten Schweizer Talent 2012 ist das gewesen. Die schönsten Impressionen davon finden Sie bei uns online auf dem Netz. So, Special E-Force im Halbfinale. Ist das für euch irgendwie wie ein Märchen oder habt ihr gedacht, mal, das schaffen wir? Wie ein Märchen. Also, ich muss wirklich sagen, ich kann von für alle uns sprechen, dass es wirklich uns allen viel bedeutet und uns gibt es noch nicht so lange und dass wir hier stehen dürfen, ist wirklich schön. Danke vielmals. Ihr steht verdient da. Bobo, ich schaue dich immer ein bisschen an, ja, ja. Auch wie du so reagierst. Und du hast ernst geschaut, muss aber nicht immer etwas Schlechtes heißen. Wie hat es dir gefallen? Ja, könntest du doch zuerst mit jemand anderem starten, bitte? Nein, weil du denkst, ich fange mal mit dir an. Na, fang doch bitte mit jemand anderem an zuerst. Könnt ihr vielleicht den roten Jürgen noch mal vorholen? Ich bin immer noch am Schreiben. Wirklich, das wäre nett. Also, einmal. Danke. Monsieur Kress. Ich bin der Ersatzmann. Also, darf ich etwas sagen? Es sind plötzlich alle. Also, der eine wird nicht und der Rest nicht. Schau mal, alle haben dieselbe Frisur wie du. Das ist eine Hommage an dir. Juju! Danke. Ein Ersatzspieler mit großer Inspiration. Monsieur Kress, war das märchenhaft für Sie?
Was für eine schöne Geschichte, was für eine Eleganz, was für eine Harmonie. Jeder weiß, was er zu tun hat, jeder weiß, was der andere zu tun hat und was der andere auch macht. Im Fußball heißt das, wir haben dieselbe Sprache gesprochen. Und für das hinzukriegen, ist dahinter natürlich viel, viel, viel Arbeit. Und, was ich immer sage, auch viel Intelligenz. Ich kann euch nur alle Dankeschön sagen und gratulieren. Okay. Ich frage mal schüch Richtung Corner-Ecke. Nein, ist alles gut im Corner-Ecke. Ich habe alles aufgeschrieben, was ich wollte. Danke für die Nachsicht. Der Versuch, etwas Außergewöhnliches zu machen, der ist immer hoch anzusiedeln. Also, das kann ich euch nicht genug hoch anrechnen. Also, ihr probiert, etwas Neues umzusetzen, etwas Verrücktes zu machen. Die Geschichte, die habe ich natürlich verstanden, habe Freude daran. Aber der Tanz ist auf der Strecke geblieben. Ich hatte das Gefühl, dass ich etwas weniger Kraft kam, als ich im Theater 11 war. Weniger Tempo, weniger Speed. Und dem Ganzen hat dann die Energie gefehlt. Für mich war es so ein energieloser Auftritt heute Abend. Okay. Das ist die Einschätzung vom DJ Bobo. Wir haben auf der anderen Seite den Monsieur Kress gehört, der begeistert war. Und ich hatte das Gefühl, die Halle ist definitiv mitgegangen. Und sie zuhause sicher auch. Falls Sie also unbedingt wollen, dass Sie Special E-Force mit dabei sind im Finale, dann merken Sie sich die Startnummer 01. Special E-Force! Wir bleiben gerade bei der Merli. Keine Angst, Bobo, es geht nicht um den bösen Wolf, der immer den roten Wasser drückt. Nein, sondern um die Frau Holle. In der Hauptrolle des Sven Epinet. Du hast ja in den Castings den goldenen Wasser gedruckt. Und genau darum ist auch Lina heute im Halbfinale. Wow! Singe, fühle ich so wie eine andere Person. Ich bin so frei. Mama mia! Es ist mega cool und ich drücke es auch noch für dich! Als Ben den goldenen Basel gedruckt hat, war alles so slow motion. Ich habe es auf meinem iPhone geschrieben, den besten Tag in meinem Leben. Und es war wirklich, wow, ich habe es immer in meinem Kopf, ich vergesse es nie. Super gemacht! Look in Applaus! Auf Lina, du schaffst! Viel Glück, Lina! Meine Klasse unterstützt mich sehr und sie sind einfach eine tolle Klasse. Wirklich die beste Klasse, die ich kennengelernt habe. Wenn ich auf die Bühne bin, ist es so wie mein Zuhause und es ist einfach toll. Auf die Bühne zu stehen und singen, das ist keine Arbeit, das ist mein Leben. Ich freue mich sehr und ich will einfach Spaß auf die Bühne haben und es wird einfach ein Erlebnis sein. Wenn ich auf die Bühne gehe, bin ich ein bisschen nervös und wenn ich singe, dann ist es einfach weg, verschwunden. Ich will erst die Halbfinale genießen und wenn ich weiterkomme, genieße ich noch die Finalen. It's funny from where you're standing.
cause from all I hear I miss the joke. Clip the wave from my crash landing. I've done it again. I'm not a number four. Was my decision, and the money was just rolling in. If I had more than my ambition, I had time to please, I'll have time to thank you. It's soon as I win, so I'll be your clown behind the glass. Lina, du bist vor eineinhalb Jahren mit deiner Familie von Slowenien in die Schweiz gekommen. Magst du dich noch erinnern, wie war das für dich, als du da gekommen bist? Also, wenn ich gekommen bin, konnte ich nicht Deutsch sprechen. Und es war für mich schwierig und ich habe in der Schule Englisch geredet. Aber eigentlich gefällt es mir hier gut und es ist einfach ein sehr schönes Land und es ist sehr nett. Also Schweizer sind sehr nett und ich finde es einfach gut. Und jetzt, eineinhalb Jahre später, bist du da bei uns, bei den grössten Schweizer Talenten und wir sind stolz darauf. Und da unten strahlt noch einer wie ein Maienkäfer. definitiv wie ein Maienkäfer. Weil, ich bereue es keine Sekunde, dass ich für dich gedrückt habe, den goldenen Buzzer. Du siehst, der Glitter ist noch da. Und ich bringe dir gerne noch ein bisschen auf die Bühne, weil den Glitter hast du mehr als verdient, Lina. Weil du hast eine tolle Stimme und man hat es sich ja sehr einfach machen können. Du hättest irgendwie können One Moment in Time singen. Nicht, dass es ein einfacher Song wäre, aber irgendein Heuler, den alle kennen. Ein Whitney Houston-Kracher. Aber du hast ein Lied ausgelesen, wo, sag jetzt mal, sehr wenig Leute kennen. Der Clown, ein modernes Lied, aber das hat gezeigt, was du für eine tolle Stimme hast. Mit vielen Emotionen. Obwohl du so jung bist, bist du sehr weit schon, stimmtechnisch. Und ich habe wirklich Hühnerhaut gehabt. Ich habe glänzige Augen bekommen. Mir ist es gegangen wie im Theater 11, wo ich den goldenen Knopf dürfen drücken. Und ich bin extrem stolz, was du heute hier abgeliefert hast. Ich weiss, der Druck ist gross. Es schauen viele Leute zu. Also ganz großes Kompliment, die Applaus, definitiv. Zwei Daumen hoch. Dankeschön, Sven.
Christa. Lina ist 12. Hast du dir mit 12 vorstellen, auf so einer Bühne zu stehen? Nein, ich hätte es auf keinen Fall geschafft. Also, gratuliere wirklich, Lina. Du bist so jung und du wirkst trotzdem so souverän auf so eine große Bühne. Wenn du singst, alles verschwindet. Es bleiben nur die Sterne hinter dir und deine wunderbare Stimme. Ich würde wirklich sagen, heute Abend ist ein Stern geworden. Ein Stern, der deinen Namen trägt. Lina, bravo! Grazie, Christa. Und wenn Sie zu Hause den Stern auch gesehen haben, und da bin ich mir fast sicher, dann merken Sie sich die Startnummer 02. Lina Kudusovic! Nächste Kandidat bringt schon seit Jahren die Österreicher zum Lachen. Und jetzt kommt er das Frau auch. Tommy, könnten Sie mir ganz kurz einen Gefallen machen? Ich bin eigentlich gerade Sie mal moderieren. Ah, ich muss eben jetzt gerade auf die Bühne. Könnten Sie kurz auf meinen Goldfisch aufpassen? Kann das nicht jemand anders machen? Jetzt Sie können auch ein bisschen mit ihm reden. Er wird wahrscheinlich nichts antworten. Ja, gut, dann weiss ich jetzt wenigstens, was ich zu tun habe. Ja. Und er auch. Da ist der Erwin aus der Schweiz. Hallo, ich würde gerne meinen Goldfisch hier anmelden. Er hat eben sehr viele Talente. Er heißt Vivaldi. Vivaldi? Und er kann Bauchreden und sich unsichtbar zaubern. Erwin! Let's go! Bist du nervös? Ich habe einen Goldfisch, eine Illusion mit meinem Goldfisch vorbereitet. Genau. Und ihm ist jetzt gerade vorher in der Probe Wasser in die Ohren gekommen. Und jetzt muss ich alleine auf die Bühne. Es wird der Schweizer Politik von Multikulti, zack, zack. Zu Monokulti, sehen Sie das? Das ist schon Wahnsinn. Ein Kalle, was ist das? Geballte Comedy, geballte Magic. Herzliche Gratulation. Es hat geheißen, ich soll hierher kommen, aber jetzt ist hier auf der Bühne Eurovision-Kontext. Sali? DJ Bobo. Hey, bist du schon qualifiziert für die grossen Live-Shows? Keine Ahnung. Die würden wir sehr gerne auf dieser Bühne sehen. Du bist dabei in der Live-Show. Komm, kannst du da deine Runden drehen? Schau, schau, die Freunde, deine Freunde warten hier schon. Nein, nein, nicht so weit wie Waldi. Weißt du, es ist gefährlich, wenn es dann tief ist da draußen. Ja. Ja, er dreht jetzt hier seine Runden. Er braucht eben ein bisschen Auslauf, wissen Sie. Wo bleibt er so lange? Die Show fängt gleich an. Ich habe ihm gesagt, er soll zurückkommen. Ja, der kommt dann schon zurück. Der ist ja schon gross. Ja, ja, geh mal los, he? Dass die Leute da nicht warten. Warum bin ich jetzt auf einmal weg? Hey! Was ist jetzt da los? Hallo? Hallo? Da ist schon jemand im Topf. Großvater hat immer gesagt, weißt, es ist ganz einfach, du musst einfach dastehen wie eine Eins. Die Nullen werden dann schon kommen. Hallo, hallo. Test, test. Das ist ein Soundcheck. Test, test. Hallo, 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 hallo. Hallo, 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 hallo.
Weiß nicht, gibt es bereits Fragen? Nein? Ja. Mein allererstes Kunststück ist sowieso unmöglich, deswegen fange ich gerade mit dem zweiten an. Mein Großvater hat immer gesagt: Erwin, Erwin, wenn du mal bis zum Hals in der Scheiße steckst, dann darfst du einfach nicht den Kopf hängen lassen. Ja, er war ein sehr intelligenter Mann, mein Großvater. Er ist leider letztes Jahr gestorben. Es war aber nicht so schlimm, er ist friedlich in seinem Sitz eingeschlafen, was man leider von seinen drei Mitfahrern nicht behaupten kann. Gut, ja, jetzt. Nein, muss ich ganz kurz schauen, bin mir jetzt gerade unsicher. Einen Moment. Nein. Hallo, warte. Nein, das ist das falsche Kunststück. Da fällt mir gerade ein, das ist jetzt lustig. Ich habe gerade, seit ich jetzt einen Goldfisch habe, mache ich mir extrem viele Gedanken über die Umwelt. Ich habe gerade heute, im Park einen spannenden Artikel über dieses Thema gelesen. Das muss ich Ihnen ganz kurz vorlesen. Das war spannend. Da stand zum Beispiel, dass Rinder aus einer biologisch nachhaltigen Hochlandrinderzucht aus den Thurgauer Alpen, dass die ein Gas ausscheiden, welches dann später für die Kaffeeproduktion verwendet wird zum Beispiel, oder nein, das ist. Sehen Sie das, meine Damen und Herren? Hä? Das ist Plastikverschmutzung. Ich sage Ihnen, jährlich landen jedes Jahr mindestens 800 Millionen Tonnen von diesem Zeug in unseren Weltmeeren. Wir schmeißen das einfach weg. Uns ist es egal, da kommt aber ein Goldfisch, der kann nicht unterscheiden, ob das jetzt Plastik ist oder Meerespflanzen. Der frisst das dann, kommt ein Fischerboot, fängt einen Fisch ein und das Plastik ist dann wieder bei uns auf dem Teller. Seht Sie? Nein, nein. Einfach. Ich weiß jetzt schon, was Sie denken. Sie denken jetzt sicher, der redet da gescheit daher. Das ist völlig richtig. Wichtig, meine Damen und Herren, ist die Information, die man vermittelt. Und das ist genau der Punkt, Information. Ja, kriegt man ja nur selten. Und wenn, dann ist die auch noch falsch. Das ist der Punkt. Ich sage Ihnen, die gescheitesten Leute. Ja, die gescheitesten Leute, meistens haben sie auch sehr schöne Frisuren, wie zum Beispiel der Herr Gress da vorne, zum Beispiel, und ich, ja. Die reden miteinander und nichts kommt dabei heraus. Trotzdem, man muss das hier mal vielleicht ein bisschen hinterfragen und dann vielleicht feststellen, dass es gar nicht funktionieren kann, weil das hier eine ziemlich durchlässige Angelegenheit ist. Und deswegen, meine Damen und Herren, wird es immer schlimmer. Sehen Sie, das ist ein Teufelskreis, das funktioniert so nicht. Nein, das funktioniert nicht.
alles gut gegangen. Ich habe hinter der Bühne noch die Falte beigebracht. Wir lernen schnell. Erwin, du, wann dürfen Sie eigentlich mal auf der Bühne etwas zeigen, der Fisch? Ja, vielleicht in der nächsten Sendung. Er wollte jetzt wieder nicht. Er hat war so lange im Bodensee schwimmen eben. Ja, er braucht ein bisschen Pause. Aber immer kann ich nicht dabei sein, weißt du, Erwin? Aha. Das geht nicht. Bobo, ja. Der Erwin ist ja ein bisschen schüchtern, kann man glaube ich sagen. Ist denn doch die grosse Bühne der richtige Ort für ihn? Das ist der einzige richtige Ort für den Erwin, die grosse Bühne. Wir Schweizer haben ein ganz grosses Talent und das ist, wir hinterfragen uns dauernd selber. Kaum machen wir etwas Gutes, hinterfragen wir es wieder. Ist es nicht gut, hinterfragen wir es auch. Ich habe das jetzt auch probiert beim Erwin. Ich habe die ganze Zeit probiert zu hinterfragen. A, wie gehen die blöden Tricks? B, wieso bringt er mich immer zum Lachen? Da muss man gar nicht so viel hinterfragen. Der Erwin hat einfach alles. Er hat einen Er bringt sogar die Leute zum Lachen, wenn er nichts sagt. Der Erwin. Der Erwin hat die Ausstrahlung, die man braucht. Erwin, und eins noch zum Abschluss von mir. Dein Grossvater muss ein ganz weiser Mann sein. Christa, ist der Erwin jetzt der Typ Mann, der dein Herz erobern könnte? Er hat definitiv mein Herz erobert, aber nicht nur. Also wenn ich jetzt den Puls führe von Bobo, er hat ihn auch lockerer gemacht. Das ist gar nicht so einfach. Jetzt bist du ruhig geworden, oder? Was hat er nicht gemacht? Lockerer. Locker, ja, sehr. Ja. Ich bin schon die ganze Zeit locker. Jetzt bist du locker. Erwin ist für mich ein Vorbild für die ganze Schweiz, aber auch für die Politiker. Er kann ein schwieriges Thema wie der Umwelt mit Comedy behandeln. Er kann alle wirklich ins Lachen bringen, alle wirklich kaputt machen und er hat trotzdem über ein wichtiges Thema geredet. Das ist wirklich ein Vorbild. Du solltest dich als Politiker kandidieren oder die Politiker müssten einfach lernen von dir. Das würde ich jetzt hinterfragen. Dann sagen wir Erwin Vogt, Präsident, und merken uns die Startnummer 03. Das nächste Talent hat dank einem Reifen ins Halbfinale geschafft. Gut, wenn es so schwierig ist, das nicht. Das kann ich auch. Oder? Gut, ich gebe es zu, der Reifen der Nora Zoller ist um einiges grösser und das, was sie damit darstellt, um einiges spektakulärer. Aber ich würde sagen, wenn ich noch ein bisschen übe. Das Jury-Casting war sehr aufregend. Ich habe einfach gedacht, ich mache es so gut, wie ich es kann. Und bin gespannt, was die Jury sagt. Und es hat mir ja mega gut gefallen. Ich war baff von der ersten Sekunde an. Du hast alles, was es braucht, um das grösste Schweizer Talent zu werden. Von uns gibt es es. Ja! Viermal ja! Ich hätte nicht gedacht, dass ich viermal ja bekomme. Also ich habe den Ring recht gut im Griff. Es ist natürlich auch jahrelanges Training, oder, wo man dann weiss, wo er ist. Glaube, wenn man das als Zuschauer vielleicht nicht gerade so sieht. Ich bin mal im Finale! Dass ich dann auch noch jetzt eine Runde weitergekommen bin, ins Halbfinale, das ist natürlich mega cool. Und mein grösstes Ziel ist, dass ich nochmal die Jury und vor allem das Publikum auch begeistern kann. Das wird mein grösster Auftritt sein bis jetzt. Mit so einer gigantischen Bühne, so viel Lichttechnik, so viel Publikum und auch so professionell und im Fernsehen. Da pöppelt mein Herz. Ich denke lieber nicht ans Finale. Oder dann bin ich noch mega enttäuscht, wenn es vielleicht nicht so klappt. Darum gebe ich jetzt zuerst mal Vollgas fürs Halbfinale und dann schauen wir mal, was kommt.
rust. I'm breathing in the chemicals. I'm breaking in, shaping up, then checking out on the prison bus. This is it, the apocalypse. Whoa, I'm waking up, I feel it in my bones. Love don't make my system flow. Welcome to the new age, to the new age. Welcome to the new age, to the new age. Genau das gemacht, was die Jury immer wieder so ein bisschen verlangt, oder? Eine Steigerung und noch etwas Neues, noch etwas dazu. Auch noch in der Luft angefangen. Ja, was ist jetzt, wenn es noch weiter geht ins Finale? Eine Runde um den Bodensee? Oder was können wir von dir erwarten? Ich denke, wir brauchen ein bisschen viel Zeit für eine Runde um den Bodensee. Aber ich werde euch überraschen noch mal. Gut, aber da ist sicher schon etwas in deinem Hinterkopf, wie ich dich jetzt schon kennengelernt habe. Sven, wie hat dir das gefallen? Sehr gut. Und ich hoffe, sie hat etwas im Hinterkopf, weil für mich ist sie total eine Anwärterin auf nächsten Samstag für das Finale. Weil du zeigst, ja, wir dürfen ruhig klatschen. Ich bin zu Recht. Also, darf ich noch eine Frage? Wie schwer ist der Ring genau? Weil er sieht so leicht aus, aber er ist mega. Er ist mega schwer. 17 Kilo. 17 Kilo. Yeah. Also, wenn wir sich das fragen, du machst etwas, das mega schwer ist, körperlich, man braucht eine Physis und es sieht so nach nichts aus. Und das meine ich im lobenden Ton, weil es hat so eine Leichtigkeit, wenn du das zeigst. Obwohl ich weiss, es ist viel Arbeit dahinter. Dazu kommt, es ist neu. Ich habe das noch nicht so häufig gesehen. Und du bringst es mit einer Lockerheit, mit einer Poesie auf die Bühne. Man schaut gerne zu und man will gerne noch mehr sehen. So geht es mir. Also ich glaube, bei dir läuft es definitiv rund. So viel kann ich mal sagen. Danke vielmals. Monsieur Gress. Nora, der Sven hat ja fast schon alles gesagt, was ich selber habe sagen wollen. Entschuldigung, Herr Gress. Aber Sie haben mich begeistert im Theater 11 und Sie haben mich wieder heute Abend begeistert. Begeistert, warum? Weil Sie haben ein Programm ausgewählt, wie schwierig ist. Das ist nicht einfach. Sie kommen zu zweit auf die Bühne, aber der, wie Sie begleitet, der ist 70 Kilo schwer. Und dann müssen Sie uns begeistern, ein paar Minuten mit diesem Ring. Und das ist kein leichtes Programm. Und wenn Sven gesagt hat, es erscheint so leicht, das ist immer nach viele, viele Arbeit, wie das so leicht hat. Also mich haben Sie wirklich, also ich habe meine Stimme, mehr kann ich gar nicht sagen. Und wenn Sie einig sind mit dem Monsieur Gress und Nora Ihre Stimme auch bekommen, dann merken Sie sich die Startnummer 04. Das ist sie, Nora Zoller! Einmal im Madison Square Garden auftreten. Oder vielleicht einfach mal
im Hallenstadion. Ja, so tönt's, wenn man unsere Sängerinnen und Sänger von unserem Land nach ihrem grossen Traum fragt. Nicht so beim Luca Glor. Der 15-Jährige will eigentlich nur eins: einen Auftritt da in der Bodensee Arena. Wirklich, ist so. Und so schnell kann es gehen. Check, dank viermal Ja von unserer Jury. Wie kann ein 15-jähriger Bube so viele Emotionen in so einen wundervollen Song legen? Jury-Casting war ein spannendes Erlebnis für mich. Es war eine geniale Erfahrung, die ich sammeln durfte. Wir haben sich Nackenhaare aufgestellt. Es ist ein richtig schöner, sehr bewegender Moment. Ich sage nicht nur Ja, sondern Ja und Jo. Und ich sage Jo und Ja. Viermal Ja! Ich hätte nie gedacht, dass ich viermal Ja bekomme. Ich hätte gedacht, es ist schön, dass du da bist, aber du kannst wieder gehen. Ich habe überhaupt nicht damit gerechnet. Ich bin gerade vorbeigekommen hier und da habe ich gehört, dass ihr Trainer ist. Guten Abend. Ich habe im besten Willen nicht daran gedacht, dass jetzt der Jurymitglied kommen könnte, geschweige denn der Schilber Gress. Das ist eine Fußballlegende. Der schaut dir dann beim Fußballspiel zu. Das passiert, glaube ich, einmal im Leben. Du bist bei der letzten 20 und bist im Halbfinale. Gratulation. Wenn mir dann einmal gesagt hat, dass ich im Halbfinale bin, hätte es nicht mehr schöner können werden. Ich hätte es nie so groß gedacht, beziehungsweise, dass ich überhaupt einmal drinnen sein darf. Das Theater Elf war für mich schon das Größte, was ich hier erleben durfte. Und jetzt noch mal so einen Schritt mehr. Eine riesige Bühne, extrem viele Lichter, eine kompetente Jury, die wieder vor dir sitzt. Ich freue mich riesig. Ich darf jetzt für einmal mal den Traum leben und ich muss es als einmaliges Erlebnis sehen, das vielleicht noch ein zweites Mal eine Woche später wiederholt werden könnte. Hey, du wirst gehen, ich lieber springen. Wenn du redest, will ich singen. Du schlägst Wurzeln, ich muss fliegen. Wir haben die Stille um uns totgeschwiegen. Wo ist die Liebe geblieben? Ich fühl mich jung und du dich alt. So fallen wir um, uns fehlt der Halt. Wir müssen uns bewegen. Ich bin dafür, du dagegen. Wir gehen auf anderen Wegen. Mein Herz schlägt schneller, alles deins. Sie schlagen nicht mehr wie eins. Wir leuchten heller, allein. Vielleicht muss es so sein. Mein Herz schlägt schneller. Dam, 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 dam. Wir sind ein festgefahrenes Ritual, das immer stärker brennt. Und ich frage nicht mehr nach, was uns verbindet oder trennt, weil ich weiß, wir gehen auf anderen Wegen. Oh, mein Herz schlägt schneller als deins. Sie schlagen nicht mehr wie eins. Wir leuchten heller. Allein, vielleicht muss es so sein. Ich geb dich frei, ich werd dich lieben. Bist ein Teil von mir geblieben. Geb dich frei, ich werd dich lieben. Frei, ich werd dich lieben. Oh, mein Herz schlägt schneller. Nicht mehr wie eins. Wir leuchten heller allein. Vielleicht muss es so sein. Vielleicht muss es so sein. Vielleicht
Gefühl, als muss es so sein. So sein. So sein. Luca Glor! Luca! Gut sie für dich? Ja, ich bin gerade 100 Kilo, hab mir abgehört. Alles unter der Bühne jetzt. Das hat man irgendwie nicht gemerkt. Du warst so drin gewesen. Und hey, das mal ohne Klavier. Wie ist dir das gegangen? Ich finde es cool, dass ich es gewagt habe, ohne Klavier. Ich habe es extrem schwer gefunden zuerst. Weil ich weiss überhaupt nicht, was ich mit meinen Händen machen sonst. Das. Ja, die brauchen wir ja nicht zum Singen, oder? Jo, aber es sieht halt schon ein bisschen doof aus. Christa hat nicht doof ausgesehen. Jetzt verstehe ich, wieso die Mütter, ich bin noch keine Mama, sagen, oh, meine Kinder, die wachsen immer so schnell, die werden immer so schnell reif und man merkt das nicht, oder? Als ich dich kennengelernt habe, Luca, vor einigen Jahren warst du ein Buben mit einer wunderschönen Stimme. Damals warst du schon talentiert und habe ich immer an dich geglaubt. Aber heute, auf dieser großen Bühne, steht ein junger Mann mit einer reifen Stimme, mit einer starken Stimme. Einen Mann, einen jungen Mann, der mich wirklich berührt hat. Ich bin wirklich sehr stolz auf dich und mach weiter so. Ich denke, der Zug von Basel nach Kreuzlingen wird noch einmal fahren. Merci. Oh. Grosse Begeisterung bei der Christa. Sven, teilst du die Meinung? Ja, die Basler legen die Latte hoch, würde ich sagen. Vorhin Nora, jetzt der Luca. Du schaffst es, obwohl du so jung bist, Christa hat es richtig gesagt, mit deiner Stimme eine eigene Stimmung zu vermitteln. Und du hast eine eigene Stimmfarbe, das ist sehr wichtig, weil du bist, man kennt dich raus. Du tönst nicht wie jeden anderen oder wie viele. Du hast wirklich eine tolle Stimme. Und dann ist es spannend geworden, als du aufgewechselt hast in die Kopfstimme und das hast du gemeistert. Man hat trotzdem ein bisschen angemerkt, die Anspannung, die ist da. Und wie du gesagt hast, jetzt hat man mir das Klavier weggenommen. Was soll ich auf dieser Bühne? Aber schau, es haben alle noch Luft gegen oben. Schau, alle, die hier auftreten, auch wir in der Jury, man kann immer noch besser werden. Man muss an sich arbeiten. Aber du hast alle Voraussetzungen, die es braucht, für dein Hobby später vielleicht sogar zum Beruf können zu machen, unabhängig, wie weit es läuft. Aber für heute hast du eine Top-Leistung abgeliefert, stimmlich. Und am Showigen, da arbeiten wir noch dran. Merci vielmals. Luca, Luca. Jetzt noch etwas von Fußballer zu Fußballer. Luca, wie ich zu dir ins Training gekommen bin, hast du mich nicht gleich gesehen. Du hast einen Ball gehabt, du hast zwei Spieler umspielt, hast geschossen und ein Tor geschossen. Habe ich gedacht, der Ronaldo und der Messi machen das auch nicht besser. In der letzten Zeit hast du mehr trainiert. Fußball oder Song? Eindeutig singen. Also, ich glaube, mein Trainer sitzt irgendwo unter den vielen Leuten auch. Er hat gesagt, ich darf mehr singen im Moment. Danke. Also, das ist ja der Luca Glor mit einer Top-Leistung. Unsere Startnummer 05. Danke, merci, Luca. Gerne. Liebe Bobo, bitte Kritik. Ich habe lange nicht mehr gesagt. Also. Nächste Kandidaten würde ich ein bisschen aufpassen, weil einfach so als Warnung, man kann so einiges anstellen mit so einem Säbel. Zum Beispiel den roten Passerab-Säbel. Oder sonst noch ein paar Sachen. So. Wobei, man muss ja sagen, im Moment ist er noch ganz zahm. Liegt vielleicht auch daran, dass ihn die chinesische Kampfkunst im Theater 11 so begeistert hat. Ob das heute wieder wird der Fall sein, das steht noch in den Sternen. Was aber klar ist, das, was wir jetzt sehen, ist definitiv kein Wischiwaschi. Nein, das, was wir jetzt sehen, ist Wuschu. Oh,
cool, rassig. Auf der Bühne zu stehen, war mega schön, hat mir wirklich mehr gefallen. Natürlich auch ein bisschen nervös. Es war temporeich, abwechslungsreich. Ich habe nie gewusst, was als nächstes kommt. Manche Tanzgruppen können sich eine riesen Scheibe von euch abschneiden. Es war Rhythmus drin, das hat mich begeistert. Viermal ja! Wir trainieren alle recht hart und dementsprechend geben wir jedes Mal 100%. Und wenn natürlich immer unsere Grenzen noch weiter rauspushen. Wir haben jetzt gute Glück, dass wir uns alle sehr gut verstehen. Ich glaube, bei so einer Performance ist das eben auch enorm wichtig. Hallo Swiss Wushu Team, ich bin der DJ Bobo. Wir sind im Halbfinale. Wir haben uns mega gefreut. Der Überraschungseffekt war einfach sehr hoch, weil erwarten haben wir es natürlich nicht können. Und darum sind wir noch umso erfreuter, als es geklappt hat. Ehrlich gesagt war ich mega nervös, als ich auf die Bühne gegangen bin. Beim Wettkampf ist es etwas anders, weil dort halt der Boden auch noch mega eine Rolle spielt. Da ist es halt etwas härter und muss man halt sich etwas anpassen. Zum grössten Schweizer Talent braucht es eigentlich zwei Sachen. Das eine ist Talent. Und das andere ist einfach Fleiss, Disziplin und vor allem eben Training. Training, Training, Training. Das Publikum kann von uns das Unerwartete erwarten. Bis Wahnsinniges, wo wir nie werden vergessen. Spannung und Power. Einfach ein Riesenknall. Thank you.
in my focus upon it. Give it all to Lata, give it all to Lata, give it all to Lata. Yup, yup, look at me. When you die, put my focus upon it. Give it all to Lata, put my focus upon it. Give it all to Lata, give it all to Lata, give it all to Lata. Yup, yup, look at me. I'm a tired man, you can't. Wushu. Was steht da? Swiss Wushu. Eure Fans natürlich mitgebracht. Ist das jetzt eigentlich alles nur für Show? Oder ihr wärt schon parat, wenn jetzt da ein Ernstfall wäre, oder? Erstmal, hoi Mami, hoi Papi. Das ist auch ein Ernstfall. Ja, nur schau, sie kommen eigentlich nie zu meinen Wettkämpfen schauen. Darum freue ich mich natürlich besonders. Gut, Gut. Also eben, ihr wärt parat, falls jetzt irgendetwas passieren würde. Also das ist nicht nur Show, was ihr da zeigt. Also was wir natürlich machen, ist, das ist natürlich schön und spektakulär, aber es hat alles eine Kampfapplikation. Und wir vier wissen sicher, was wir machen. Also darfst du auch gerne mal mit uns in den Ausgang kommen. Finde ich gut. Bei der Rebecca langt dir eigentlich schon der Blick. Ich sage nicht. Christa, du Der Herr Gress wäre auch parat. Aber er wird nichts sagen, weil er kann mit Wushu nichts anfangen. Weil das Schlimmste, was in der Frisur passieren kann, ist ein Wushu. Und dann wird er, dass du ganz hinten anfängst. Ich also, ich tue jetzt sofort wieder reparieren. So. Gut. Excusez-moi. Hast du den Herr Gress wieder freigegeben? Ist wieder alles gut. Alles okay. Kein Wushu, alles gut. Christa, du hast gesagt, nach ihrem Auftritt im Theater 11, du möchtest Wushu lernen. Wie weit bist du schon? Was klappt schon? Ich bin nicht so weit, aber nach wie vor bin ich natürlich sehr interessiert für Selbstverteidigungskurse. Wäre doch gut, ab und zu, oder? Nein, also ich bin echt begeistert von der Performance. Man muss sagen, im Theater 11 habt ihr einen tollen Auftritt gehabt. Die Latte war schon hochgesetzt und es war für mich ein bisschen schwierig, was Neues zu bringen und was besser zu bringen, oder? Ihr habt das geschafft. Ich finde, ihr habt eine neue Choreografie entwickelt mit Musikwechsel. Letztes Mal gab es keine. Ein neues, cooles Outfit, das gefällt mir. Man sieht diese chinesische Tradition, trotzdem bleibt diese rot-weiße, so made in Switzerland, ein bisschen von der Schweiz. Es gefällt mir sehr, wirklich. Ich bin begeistert. Und wann kann ich bei euch vorbeikommen? Grundsätzlich in der Zeit, wir können auch morgen einen Workshop einlegen. Und aber bekomme natürlich... ich sofort diese Waffe, natürlich. Die brauche ich. Wie für nächsten Samstag, da wäre schon praktisch, da unten die Waffe zu haben. Gut, also ja, Christa wäre definitiv gerade parat. Bobo, du hast Christa angesprochen, Musikwechsel gefordert. Das haben sie gemacht, keine Frage. Und sonst, hat das gelangt? Ich bin nicht ganz dieser Meinung. Aha. Für mich ist eure Disziplin bewundernswert. Das ist das Wort, das ihr glaube ich, im Vorspann auch gesagt habt, das braucht es in erster Linie. Und das sieht man euch auch an. Aber für mich ist die Lockerheit auf der Strecke geblieben. Und es hat einige Pannen gegeben. Hinter rechts, einmal vorne, links ist am Anfang etwas nicht gerade gegangen. Für mich war es ganz ein bisschen zu wenig geschmeidig, wie es miteinander verbunden war. Das hat mir nicht so super gefallen. Und ein bisschen etwas ist auf der Strecke geblieben gegenüber dem Theater 11 für mich. Eins muss man sagen, der Bobo beweist Mut. Oder vielleicht ist es nur Unwissenheit. Wer weiß. Also, das sind sie. Es ist definitiv eine Top-Leistung. Unsere Swiss Wushu! Start Nummer 06! Ostern,
worden ist, habe ich natürlich auch für sie die Heimat eine Kleinigkeit versteckt. Nicht das eins, sondern ein bisschen grösseres, ein bisschen glänzigeres. Und falls Sie das sehen im Verlauf dieser Sendung, dann gehen Sie doch online und spielen Sie mit bei unserem Online-Game. Ich sehe etwas, das du nicht siehst. Der Flavio Rizzello und der Christian Argetti haben wir letzte Woche gesehen, im letzten Halbfinale. Die Lina Kudusovic heute Abend fehlt also eigentlich nur noch ein Golden Buzzer, und zwar der von Gilbert Gress. Und den hat er vergeben an ein junges Talent mit klassischer Stimme. Das ist Amelia Werlen. Als der Goldegen runtergekommen ist, hat mich richtig überwältigt. Also, ich bin eigentlich mega geschockt gerade. Es war wirklich einzigartig. Auf der Bühne war es sehr schön für mich und auch sehr spannend. Und ich glaube, es wird mir schon sehr lang, wenn nicht für immer, im Kopf bleiben. Also, da braucht man gar nichts zu sagen, da muss man nur genießen und schweigen. Ich bin schon nervös, weil es ist so eine riesige Bühne und einfach ein riesiger Saal. Und das ist schon unglaublich, wenn man da jetzt kann singen. Die Amelia Werlen ist eine der nettesten Personen, die ich je kennengelernt habe. Manchmal ist sie ein bisschen scheu. Sie hat auch immer Verständnis für andere. Für uns ist sie die Beste. Mir ist das so mega, mega wichtig, dass meine Klasse auch dabei ist. Sie unterstützt mich einfach so fest, also das ist wirklich unglaublich. Let's go, Amelia, let's go! Let's go, Amelia, zeig's allen. Im Moment bin ich sehr, sehr, sehr froh, dass ich im Halbfinale bin und ich probiere einfach mal gut zu singen. Und wenn ich ins Finale komme, wäre es natürlich der Hammer, wirklich. Once in a while, please promise me you'll try.
Amelia. Wunderschön. Und deine Klasse ist heute auch wieder da, oder? Ja, sie ist wieder da und meine Lehrerin ist auch da und die Kolleginnen. Und das ist wirklich mega cool und nett von ihnen. Dass einem so eine ganze Schulklasse unterstützt, oder? Die grösste Unterstützung hast du ja auch von da vorne noch bekommen, von deinem Golden Buzzer Götti, Monsieur Gress. Amelia, Amelia, du hast dich überhaupt nicht verändert seit 4 Monaten. Du bist immer noch dieselbe. Du kommst so rein, so unschuldig. Und das haben wir, was will das Mädchen auf der großen Bühne, wo das ist im Publikum. Und dann kommt deine Stimme. Du bist kein Mädchen, viel Sprüche klopft, du bist so einfach, aber du hast deine Stimme und die ist Gold wert. Danke für diesen schönen Moment. Danke. Sven. Amelia, er hat gesagt, Gold werden. Bei dir ist auch Gold vom Himmel gekommen, oder? Wo er auf einen Knopf gedrückt hat und so. Was ich bewundere, ist natürlich, wenn junge Leute auch ein bisschen klassische Musik machen. Das ist nicht selbstverständlich. Heute sind die meisten irgendwo von Rap bis zu Pop oder Rock, was auch immer. Und das finde ich super. Auch wenn nicht alles natürlich klassisch ist, was du machst, aber du bist eher in dieser Ecke. Und du hast auch eine Stimme, die dazu passt. Was ich mir noch ein bisschen wünschen würde, ist, dass von dem Goldregen, den Herr Gress für dich ausgelöst hat, dass noch mehr zu sehen ist, auch von dir, dass man denkt, wow, du bist für mich noch so wie eine Überraschung gewesen. Das sieht ganz gut aus, aber ich habe das Gefühl, innen drinnen, da hat es noch viel mehr, was man sehen will. Also lass das raus, komm noch mehr aus dir raus, pack die Leute nicht nur mit deiner Stimme, sondern mit deiner ganzen Ausstrahlung. Und ich glaube, wenn du das noch schaffst, dann hast du ganz viel Potenzial, auf diesen Bühnen zu stehen, wenn du das möchtest, in Zukunft. Also noch ein bisschen mehr Gold von außen, von innen glänzt das schon ziemlich auf Hochglanz. Ichi Bobo Liebstin, was sagen wir? Er ist ganz nervös neben uns, oder? Nein? Ja, gerne. Sind Sie sicher, Herr Gress? Ich glaube, das ist einfach Grundstimmung. Ah ja, von DJ also ich muss sagen, was wundervoll ist, wenn Sie das möchten, Herr Gress, selbstverständlich, die Angst, die man dir ansieht, die strahlt wumm durch den ganzen Raum durch. Und es war mucksmüsli still hier innen. Niemand hat sich bewegt, alle sind geblieben. Und weißt du, was Schöne ist? Wir haben mitgefiebert mit dir. In dem Moment haben wir uns gewünscht, dass es besser wird. Noch besser, noch besser. Und dann kommt der Schluss. Und dann hast du es gepackt. Und dann haben wir uns gefreut. Und das ist die schöne Überraschung an deinem Auftritt. Am Anfang so viel Angst. Und am Schluss so viel Glück hast du versprüht, das Positive zu sein. Hey, wie ein Märchen, hä? Und wenn sie nicht gestorben sind, singen sie wie. Und wenn Sie auch mitgefiebert haben heute Abend mit Amelia und Physik Galas, klar ist, dass sie weiterkommen, dann merken Sie sich die Startnummer 07. Da ist Amelia Berlin! Als Moira vor 6 Jahren in der Ferien das erste Mal einen Breakdance-Kurs besucht hat, war für sie klar, das ist meine Leidenschaft, das Tanzen. Heute unterrichtet sie selber Modern and Jazz und ist in dieser Disziplin sogar Schweizer Meisterin geworden. Und wir freuen uns, dass sie ihre Leidenschaft heute Abend mit uns teilt. Das Jury-Casting war für mich ein neues Erlebnis. Und ich glaube, so ziemlich der Auftritt, wo ich am nervösesten war. Der Ausdruck, die Erscheinung, die Leichtigkeit, die Präzision. Top auf die Musik abgestimmt. Alles hat geklappt. Genau das suchen wir hier. Bei meiner Performance war mir halt wichtig, einfach meine Liebe zum Tanzen zu verkörpern. Das ist das Beste, was wir heute gesehen haben bis jetzt. Wir suchen das grösste Schweizer Talent. Du bist eines. 4-mal, ja! Ich habe jetzt zwar beim Casting 4 Jahre bekommen, aber heisst ja noch nicht, dass man trotzdem weiter ist. Und es kann immer irgendwie sein. Es gibt immer bessere Leute. Liebe Moira, willkommen im Halbfinale. Yeah!
Es ist super, dass ich so viele Ja bekomme und nachher auch die endgültige Entscheidung, dass ich da sein darf. Und ich hoffe jetzt auch, dass noch die Leute schön brav anrufen. Es ist Wahnsinn, wirklich. Ich war sprachlos, als ich hier reinkomme. Und ich sehe einfach die Halle mit dem Licht und dieser Bühnenshow. Und es ist so... Oh. Ich freue mich mega, vor allem einfach endlich jetzt können zeigen, ja, hey, es hat sich gelohnt, mich weiterzulassen. So. Das nehmen wir nicht rein, das klingt dumm. Das klingt so, ich bin cool, lebe mich weiter, ich bin eh gut. Es wäre wirklich super, wenn ich ins Finale könnte. Das wäre mega schön, weil nochmal auf der Bühne stehen, nochmal den Leuten zeigen, hey, man kann ihn mit dem Tanzen berühren, nicht nur mit dem Singen. Everything and no less. Didn't I do it right to let you down? Maybe you got too used to having me around. Maybe I should leave to help you see. Nothing gets better than this, and this is everything we need. So is it over? Is this really it? You're giving up so easily. I thought you loved me more than this. But go on, go on and take it. Take it all with you. Don't look back at this crumble. My love, take it all with my love. I will change if I must. Slow it down and bring it home. I will adjust. Oh, if only, if only. So viel hätte nicht schief gehen können. Du hast deine Glücksbringer dabei, Grossmami, Mami, Freund. Ja. Hoi. Und vielleicht darf man an dieser Stelle auch mal sagen, ein grosser Traum von dir wäre es, mal beim DJ Bobo zu tanzen. Es wäre schon mal etwas. Also, es ist sicher eine mega Erfahrung. Und es ist auch mal etwas Schönes, andere Bühnen zu sehen als die in der Schweiz. Ja. Weißt du was? Wir müssen ja nicht lange um den heißen Brei reden. Bobo, wäre das eine Option? Du bist sicher auf einem guten Weg. Und das meine ich positiv. Mensch, alles, was ich sage, klingt immer so streng. Also, du bist sicher auf einem guten Weg. So. Du bist so ready für die Bühne. Du bist so parat. Du bist rausgekommen, bist angespannt und parat. Ich habe dir jede Sekunde angespürt, wenn du Angst gehabt hast vor diesen Pirouetten hier hinten. Du hast ganz genau gewusst, jetzt kommen die Pirouetten, jetzt mach das. Du bist so ready gewesen, jeden Moment. Und das braucht man auf so einer Bühne. Du warst parat, jede Sekunde. Und du hast den Raum ausgefüllt. Und das ganz alleine. Von mir einen grossen Applaus für eine gute Leistung. Monsieur Gress, wenn es vielleicht noch nicht ganz lange für auf die grosse Tour einmal Fußball spielen mit Moira? Fußball spielen? Gerne, gerne, wenn sie will, bin ich bereit. Ja. Moira,
Dici Bobo hat sie angesprochen, sie beherrschte die Bühne wie ein richtiger Profi, muss ich sagen. Im Theater 11 habe ich sie gefragt, wie viel Mal, dass sie trainieren, in der Woche für die Leistung zu bringen. Da habe ich sie immer gesagt, 5-mal pro Woche. Früher habe ich auch mehr trainiert. Was mich jetzt interessiert als Trainer, wie viel Mal haben Sie trainiert, die letzten 4-5 Wochen, für hierher zu kommen? Auch 5-mal, aber am Sonntag eine Stunde früher oder eine halbe Stunde früher. Und vor allem sehr viel mental. Also ich habe während der Schulzeit choreografiert, während der Schulstunden. Und auch zwischendurch habe ich so 10 Minuten, eine Viertelstunde mal in ein Säckchen gegangen, dort etwas gemacht. Aber so die richtigen Trainings sind immer noch nur 5-mal geblieben. Nur 5? Nicht mehr? Danke. Also, ich glaube, dass die Moira die 3 Moves von Prey vom DJ Bobo perfekt herbringen würde. Und wenn Sie das auch denken, dann merken Sie sich die Startnummer 08 Moira Buser! Wir kommen jetzt zum vorletzten Kandidat. Vielleicht für mich die letzte Gelegenheit, noch mal kurz meine Beliebtheit zu testen. In unserer Branche nennt sich das der Gruppi-Faktor. Darum sage ich: Fans, zeigt mir eure Liebe! Haltet einen zurück! Danke, Rob. Vielleicht muss ich an dieser Stelle doch auch zugeben, dass der nächste Kandidat, der jetzt kommt, ein bisschen beliebter ist als ich, der Neyman Meyer. Ist ja gut. Ich habe es begriffen. Er sieht auch nicht so schlecht aus. Da ist unsere Startnummer 09. Da ist auf der Bühne natürlich schon ein bisschen mehr Nervosität, aber im Nachhinein bin ich sehr zufrieden. Die Stimme und die Melodie hat mir sehr gut gefallen. Du hast es sehr gut gemacht. Bei dir stimmt eigentlich das Gesamtpaket. Du bist für mich der neue Harry von der Schweiz. Du hast die Passion. Und der unbedingte Wille, etwas zu erreichen. Dir gehört die Zukunft. Ja. Ja! Viermal ja! Ja oder nein? Was denkst du, längst oder längst nicht für die Live-Show? Ich weiß es nicht. Ich sage mal ein knappes Nein. Du hast immer ein gutes Bauchgefühl gehabt. Und dein Bauchgefühl heute, das ist voll daneben getroffen. Was für was? Ich kann es echt nicht glauben, weil jetzt so das Publikum, die Leute, die Jury wieder gesehen, also freue mich mega. Ich bin weiter, yes! Nach der Aussage von meinem Auftritt bin ich schon viel mehr angesprochen worden. Es ist schon ein mega spezielles Gefühl und so. Und ja, ist echt cool. Seit ich ein kleiner Bub bin, habe ich mal davon geträumt, in der Castingshow dabei sein können. Und erst recht nie haben wir können träumen, in einer Live-Show dabei zu sein. Das ist mega krass. Bin ich das grösste Schweizer Talent? Ich würde sagen, da muss das Publikum entscheiden. Natürlich, sag mal, jeder würde gerne ins Finale kommen und sag mal, sogar noch krass gewinnen. Aber das Wichtigste ist für mich, dass ich auf der Bühne einfach Gas geben kann und Freude daran habe und die Leute begeistern kann. Too late. Got nothing in my brain. 'Cause that's what people say. That's what people say. But I keep losing.
can't stop, won't stop moving. It's like I got this music in my mind. Sing, it's gonna be alright. So please gonna play, 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 play. It is gonna be tame, tame, tame. I'm just gonna shake, 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 shake. Shake it off, shake it off. I'll never miss a beat. I'm lying on my feet. Cause that's what they don't see. Mm-mm. That's what they don't see. Mm-mm. I'm dancing on my own, dancing on my own. Make the moves up as I go, moves up as I go. And that's what they don't know. Mm-mm. That's what they don't know. But I keep losing. Can't stop, won't stop moving. It's like I got this music in my mind. Sing, it's gonna be alright. Cause the please gonna play, 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 play. Haters gonna hate, 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 hate. I'm just gonna shake, 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 shake. Shake it off, shake it off. Ah, ah, 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 shake it off, shake it off. Hey, hey, hey. So think about you've been getting down and now the bottle liars. And the dirty, dirty sheets of the world. You could have been getting down to this sick beat. Mama, listen, here we go. My ex-girl, ha! But this new girlfriend, she's like, oh my god. I'm just gonna shake it to the girl over there with the hella good hair. Won't you come on over, baby, we can shake, shake, shake. Oh no, cause the place gonna play, 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 play. Haters gonna hate, 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 hate. I'm just gonna shake, 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 shake. Shake it off, shake it off, ah ah. 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 Shake it off, one more time, okay, you guys ready? Let's go. Shake it off, shake it off, ah ah. Shake it off, shake it off, ah ah. Shake it off, shake it off. Danke dir. Merci für das. Das ist meine Tasche da. Die anderen sind schon vorher gekommen. Sorry, ich weiß, was ich den Namen gesagt habe. Ach so. Tut mir leid. Warte, komm, jetzt gehen wir das schnell auf die Seite da. Oh, schau, okay. Noch Blumen. Oh. Merci vielmals, schätze ich mega. Ich habe nicht zu viel versprochen, sag's ja. Levan, du bist ja sonst als Straßenkünstler unterwegs, aber bei dir hat man das Gefühl, da gibt es wahrscheinlich auch schon einen Tourplan. Sorry, jetzt, sorry, ich bin noch fresh von der Stimmung, ist mega cool. Sorry, Entschuldigung, kannst du mal fragen? Haben wir das Thema nicht schon von eine Woche mal gehabt? Ich habe gesagt, nur eine Frage aufs Mal, also bitte. Ja. Yeah. Also, Neyman, du bist als Straßenkünstler unterwegs und da fragt man sich natürlich, gibt es irgendeinen Tourplan bereits? Weil es kommt alles schon so professionell daher. Nein, es ist nicht professionell. Ich mache alles noch von mir aus selber. Ich habe in der Straße angefangen und dann habe ich das regelmäßig gemacht und dann habe ich gedacht, so, jetzt mache ich mal so ein schriftlich schwarz auf weiß, einen Tourneeablauf, dass die regelmäßig kommen und sehen, wenn sie können, ja, vielleicht kommen in Zukunft. Genau. Einer, der auch schon gekommen ist, ist der Sven Epine, wo er dir die fantastische Nachricht überbracht hat. Genau. Würdest du wieder gehen? Aber wieder was? Es war nur eine Frage, ist alles gut. Also, ja, was soll ich sagen? Es hat zwei Sachen heute noch einmal. Zum einen, vielleicht ein bisschen das Kritische mal vorweg. Wenn man eine Torte überdekoriert, man kann zu viel wollen. Und du hast wirklich dein Potenzial, das wissen wir alle. Und ich glaube auch deine Fans natürlich, die du zu Recht schon hast. Aber wenn man alles denkt, es geht alles in den Pott oder eben zurückzukommen auf die Torte. Hier noch ein bisschen und dann noch ein Rösli und dann noch etwas drauf und da. Heute war es mir recht beladen, das ganze Programm. Also manchmal ist weniger mehr. Aber nichtsdestotrotz, du hast das berühmte Rampensau-Gen in dir drin. Und das braucht es. Du hast viel, was braucht. Und ich bleibe bei mir der Meinung, als ich das letzte Mal gesagt habe, du hast viel von diesem Gesamtpaket, was braucht, um in diesem Business zu bestehen. Da gehört eine Stimme dazu, die Luft gegen oben hat. Aber da gehört der Look dazu, die Fans und alles drum und dran. Darum, ein bisschen durchzogen. Es war viel, aber durchaus noch alle Chancen, für nächsten Samstag noch mal anzutreten. Merci. Danke schön. Christa! Oh, aber wenn ihr so flirtet, danke, Neyman. Oh, oh.
ist aber so, ihr nicht ganz so rosenvoll. Vielen herzlichen Dank. Jetzt muss ich aufpassen, wenn ich rausgehe, weil hier ist es. Ich bin auch einverstanden mit Sven. Also, dass du Potenzial hast, das ist klar. Und ein wichtiges Kriterium für Showbusiness hast du natürlich schon erfüllt. Du hast eine Riesenpräsenz auf die Bühne, du hast eine Riesenausstrahlung, du bist wirklich einen schönen jungen Mann, das muss man sagen. Dazu hast du auch dein Gesangtalent. Ich finde aber auch heute bei dieser Performance hast du ein bisschen übertrieben. Vielleicht hast du zu viel geflirtet oder zu viel gespielt und am Schluss war alles ein bisschen too much. Ich würde wirklich diese Flirten ein bisschen auf die Seite lassen. Sowieso, du weißt, du hast einen riesen Fanclub schon in der Schweiz etabliert. Und noch mehr an deinem Gesang daran arbeiten. So kann ich wieder sagen, Harry, One Direction Richtung Kreuzlingen. Fürs Finale. Okay. Und ich sage neben euch Justin Bieber Poster von der Wand. Da kommt der Neyman Meyer. Da kommt der Nudi. Die letzten Kandidaten kommen aus dem Kanton Aargau. Oh, Entschuldigung, ich bin vielleicht da. Sie trainieren alle miteinander im gleichen Turnverein. Bringt, glaube ich, nichts. Hä? Ich glaube, ich mache an dieser Stelle ganz einfach Platz. Das sind unsere Wallscrippers! Der hat mich gepackt von der zweiten Sekunde. Ich bin stolz auf euch. Willkommen bei den grössten Schweizer Talenten. Also eigentlich bin ich froh, dass es vorbei ist, weil ich hatte wirklich Angst. Viermal ja. Es ist nicht alles, was wir gemacht haben, ist gut, aber die Kritik selber war eigentlich super. Sie haben uns gezeigt, dass wir verbessern können. Sie haben uns aber auch gesagt, dass wir gut gemacht haben. Und wir sind eigentlich recht zufrieden mit der Kritik. Vom ganzen Freundeskreis ist super Feedback gekommen. Und vor allem auch von unseren kleinen Turner, die wir im Verein haben. Die haben das natürlich alle gesehen und die waren voll begeistert. Es ist riesig. Wir sind eigentlich sonst immer draußen, wenn wir Auftritt haben. Und in der Halle trainieren wir halt, aber in so einem Studio sind wir noch nie gesehen und es ist halt mega gross, mega imposant. Also mit dem Licht im Hintergrund sieht schon mal geil aus. Kommst du oben noch? Wir sind bei den letzten 20, wir sind im Halbfinale. Super, ja. Wir haben es natürlich alle gehofft und es ist natürlich cool. Jetzt wissen wir es, wir sind weiter. Wir wissen, dass wir nicht für nichts trainieren jetzt. Also wir sind zwei Leute mehr jetzt im ganzen Programm. Und es wird schon ein bisschen Veränderungen geben, aber wir wollen eigentlich nicht zu viel verraten über das. Wie weit wir im Turnen kommen, das werden wir sehen. Und wir machen das eigentlich für uns als Verein und als Kollegen, weil es uns einfach Spass macht. Und weil wir einfach eine coole Zeit zusammen erleben. Down, down, down. Celebration, all around. Make the things turn round, round, round. Don't feel alone. And let the light in. When you wake up, down, down. Celebration, all around. Make the things turn round, round, round.
Sagen, die Halle gehört euch. Wenn man euch so zuschaut, dann sieht das alles wahnsinnig leicht aus. Und trotzdem, als ich euch gestern kurz gesehen habe vor der Probe, haben sie alle irgendwie einen riesen Teller zum Mittag vor sich gehabt. Ist das irgendwie verdauungsfördernd, was ihr da macht? Nein, eigentlich nicht. Also, wir müssen schon 10 Minuten warten, bis wir wieder parat sind. Aber nachher etwas, also wenn man etwas gegessen hat, dann geht es meistens nachher sogar noch ein Stück besser. Ah, okay, vielleicht ein bisschen schwerer. Heute haben wir das nachgehabt. Und es ist sehr. Also, man hätte nie gedacht, dass so viele Leute begeistern. Also, wir sind da gerade von dem Applaus ein bisschen. Also, ich weiß nicht, was ihr gegessen habt, aber ich will das auch. Monsieur Gress. Waren Sie schon mal auf einem Trampolin? Also vielleicht auch auf einem kleineren? Ja, was besonders ist in dieser Mannschaft, das ist der Präsident und der Vizepräsident, die mitspielen. Stell dir mal vor, im Fußball, der Präsident von einem Fußballverein spielt Mittelstürmer aber und der Vizepräsident im Tor. Also ich muss ja sagen... Schuschu. Ja. Sie hat gefragt, ob du schon aufs Trampolin warst. Ich war schon drauf, die weiß das auch, ja. Ah. Aber ich meine, was besonders ist so das? Ich war schon auf dem Trampolin, aber nicht lange. Ich habe es aber nicht gehört, weil es noch viel Karma im Saal. Du, als Trainer ist man das ganze Leben auf dem Trampolin. Bobo, du bist ja schon mal auf dem Trampolin, hast deine Erfahrungen können sammeln. Wie hat dir das gefallen heute Abend? Gehst du mit dem Publikum da rein einig? Mehr als das. Ihr habt die Bühne verkleidet. Ihr habt unglaublich viel Disziplin an den Tag gelegt. Und es gibt gar nicht allzu viel zu sagen von mir an euch. Nur eins. Ich möchte gerne den Turnverein im Finale sehen. Wow! Und dazu sage ich gar nicht viel mehr, als das sind unsere Startnummer 10, Walt Graper!
Sachen malen. Ja? Aha. Okay. Gut. Ich merke schon. Ich habe da nichts zu sagen. Ganz im Gegensatz zu Ihnen zuhause, weil wer sich um den Einzug ins Finale vom nächsten Samstag freuen darf, das entscheidet ganz allein Sie zuhause. Und zwar brauchen Sie dazu nur eine Telefonnummer und die ist 0901 45 49 und dann die Startnummer von Ihrem Favorit, Ihrer Favoritin hinterher. Oder Sie schicken eben genau diese Startnummer an Zielnummer 377. Die Kandidaten mit den meisten Stimmen von Ihnen kommen direkt ins Halbfinale. Und die anderen ab Platz 5, die müssen noch auf unsere Jury hoffen. Platz 5 und Platz 6 wird nämlich zur Auswahl stehen für unsere Jury. Und sie entscheidet dann, wer noch mal darf auftreten am 11. April. So, und während wir jetzt hier noch zusammenpacken, haben Sie zuhause eine ganz wichtige Aufgabe. Und darum sehen Sie noch mal alle Kandidaten im Schnelldurchlauf. Meine Damen und Herren. Hä? Das ist Plastikverschmuck zum Gesag. Im Jährlich landen jedes Jahr mindestens 800 Millionen Tonnen von diesem Zeug in unseren Weltmeeren. Wir schmeißen das einfach weg. Uns ist es egal, da kommt aber ein Goldfisch, der kann nicht unterscheiden, ob das jetzt Plastik ist oder Meerespflanzen. Finden Sie auch auf der Teletext-Seite 397. Und falls Sie für Ihren Favorit, Ihre Favoritin abstimmen, können Sie sich für das auch besonders lohnen oder auch doppelt, weil unter allen Anrufen von SMS verlosen wir nämlich Folgendes.
Wählen Sie das größte Schweizer Talent und gewinnen Sie jetzt 10.000 Franken in bar. Wählen Sie 0901 54 49 und die Endziffer Ihres Favoriten zum 80 Rappen Festnetztarif. Und in der Finalsendung verlosen wir unter allen Teilnahmen den Hauptpreis. Einen Subaru Outback AWD mit EyeSight im Wert von 40.000 Franken. Die Teilnahme an der Verlosung ist auch gratis per WAP möglich. Alle Gewinner und Infos auf srf.ch/dgst. Sie haben sicher mitbekommen, da innen bei uns in der Bodensee Arena ist eine riesige Stimmung. Und falls Sie das selber mal möchten erleben, könnten Sie das natürlich machen. Und zwar im grossen Finale vom nächsten Samstag. Ihre Tickets bekommen Sie bei uns online auf unserer Homepage. Und während Sie jetzt für Ihren Favorit oder Ihre Favoritin abstimmen, gehen wir in eine ganz kurze Pause. Wobei, ich hoffe, der Werbeblock ist mega lang. Denn ich gehe jetzt nämlich in der Bühne auf das Trampolin. Bis gleich. Die größten Schweizer Talente mit leshop.ch, Heimlieferung ihrer Einkäufe, Subaru, der 4x4 für die Schweiz und Visilab, der führende Schweizer Optik. Die größten Schweizer Talente mit leshop.ch, Subaru, der 4x4 für die Schweiz und Visilab, der führende Schweizer Optiker. Wählen Sie das größte Schweizer Talent und gewinnen Sie jetzt 10.000 Franken in bar. Wählen Sie 0901 54 49 und die Endziffer Ihres Favoriten zum 80 Rappen Festnetztarif. Und in der Finalsendung verlosen wir unter allen Teilnahmen den Hauptpreis. Einen Subaru Outback AWD mit EyeSight im Wert von 40.000 Franken. Die Teilnahme an der Verlosung ist auch gratis per WAP möglich. Alle Gewinner und Infos auf srf.ch/dgst. Aber unsere Jury noch nicht. Weil ich kann Ihnen sagen, wo die mich natürlich gesehen haben, auf dem Trampolin rumgumpen, haben sie auch wollen. Das heisst, wir warten jetzt auf Sie und schauen uns in dieser Zeit noch mal den Schnelldurchlauf von unseren Kandidaten an. Meine Damen und Herren. Hä? Das ist Plastikverschmutzung. Ich sage Ihnen, jährlich landen jedes Jahr mindestens 800 Millionen Tonnen von diesem Zeug in unseren Weltmeeren. Wir schmeißen das einfach weg. Uns ist es egal, da kommt aber ein Goldfisch, der kann nicht unterscheiden, ob das jetzt Plastik ist oder Meerespflanzen. So sein.
sick it off, sick it off, ah ah, sick it off, sick it off, ah ah, sick it off, sick it off, ah ah. Ankommen Backstage bei unseren Kandidaten. Und sie zuhause haben ab jetzt noch genau 2 Minuten Zeit, um für ihren Favorit, ihre Favoritin stimmen. Und die Zeit die läuft ab sofort. Und dahin ist natürlich so ein bisschen gemischt, oder? Die einen sind erleichtert, die anderen noch ein bisschen mehr angespannt. Kommt natürlich auch immer ein bisschen darauf an, was man von der Jury für ein Urteil bekommen hat. Unsere Wallscrapers, dort haben wir ja irgendwie abgeräumt. Haben wir mit so etwas gerechnet, dass die Halle wird stehen? Die hat bebt. Bomben Publikum. Geniales Publikum. Richtig Hammer gewesen. Sind ihr überhaupt nervös vor irgendeinem Auftritt oder so? Heute war ja sicher etwas Spezielles, oder? Also am Nachmittag waren wir schon nervös, aber sobald wir auf dem Trampolin sind und die Musik läuft, ist da keine Sache mehr. Luca, Trampolin, wäre vielleicht auch mal noch etwas? Nein, nicht wirklich, aber ich überlasse das lieber denen, was können. Wie geht's dir? Du hast ja wirklich auch eine Top-Bewertung bekommen von unserer Jury, die sind begeistert gewesen. 100 Mal besser bevor... Vor dem Auftritt, also ich bin wirklich fast zusammengeklappt. Also er erholt sich immer noch ein bisschen, das musst du aber noch ein bisschen trainieren, wenn du auf die grosse Tour gehst. Du musst nicht nach jedem Lied wieder eine halbe Stunde absitzen. Bei euch ist ja eher so ein bisschen auch das Gegenteil passiert. Der Bobo hat gefunden, ja, das Tanzen sei ein bisschen auf der Strecke geblieben. Ist man jetzt da noch ein bisschen mehr angespannt? Ja, sicher. Also es ist natürlich schön, wenn man positive Kritik kriegt, aber auch negative Kritik kann man daran schaffen und das bringt uns weiter. Also, aber es ist klar, es ist Anspannung pur. Also, ja, eben. Wie gesagt, es kommt natürlich einmal so ein bisschen auf das persönliche Gefühl drauf an, wie ist es einem gelaufen. Aber man kann doch sagen, dass alle da wirklich Grosses geleistet haben. Und wenn ich auf unseren Countdown schaue, dann laufen jetzt die allerletzten Sekunden. Und ich würde sagen, die zählen wir miteinander runter. Wir zählen ab 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Das heisst, unsere Leitungen sind ab sofort geschlossen. Sie können nicht mehr anrufen und keine SMS mehr schicken. Aber wir können doch eins sagen. Alle, die da sind, haben es bis ins Halbfinale schon mal geschafft. Zum einen natürlich wegen ihrem Talent, zum anderen aber auch wegen unserer Jury, die sie da hergeholt hat. Und wir haben es ja schon immer noch ein bisschen alle in den Ohren, oder? Willkommen auf dieser Showbühne! Das ist wie im Fußball. Ich gebe dir ein Ja! Das ist dein Applaus! Ja, so ist sie. Unsere Jury. Einfach einzigartig. Es ist schnell, es ist temporeich. Für mich ein Volltreffer. Wow, was für eine Energie! So habe ich es gerne. Ich bin in einem Zauberer verliebt. So muss das sein, Jungs. Witzig, schnell, abwechslungsreich. Viermal ja! Merci vielmals! Ich tue Furze. Was? Wegen Leuten wie ihr, wie bei dieser Sendung. Ja! Ja! Wir haben ja in den Castings unglaublich viel über unsere Jury erfahren. Zum Beispiel auch, was sie wirklich voneinander halten. Ich bin als Paket gut. Nur ein Sänger ja? Ist er mittelmäßig. Ja. Bei ihm würde ich drücken. Ich würde auch drücken bei mir. Bobo, wenn du dich jetzt selber würdest wegbassern, was würdest du dir mit auf den Weg geben? Ja, ich würde sagen, mit den Akzenten von Christa. Also, du kannst schon ein bisschen singen, aber du musst viel arbeiten und dann kann in Zukunft kann guter werden. Und vielleicht stehst auch du mal auf einer Dämmerbühne viel gross. Gut, man muss aber schon sagen.
Christa hat sich ja wahnsinnig um die Jury gekümmert, vor allem aber auch um den Herrn Gressen. Das, auch wenn er sogar im Winter Frühlingsgefühl hatte. Bist du schon verliebt? Spürst du schon die Schmetterlinge im Bauch? Ja. Amor feil! Die Schmetterlinge. Herr Gress, die Schmetterlinge fühlen sich so an. Schmetterlinge? Warum? Schmetterlinge im Bauch. Nein, von der Liebe. Ich bin fit. Warmes, erst kalte Hände. Darf ich meine Hände wärmen? Ach, mein Gott. Ich schneide das. Darf ich meine Hände wärmen? Christa, jetzt nimmt es natürlich schon Wunder. Was hast du gespürt, als du deine Hand auf seine Brust gelegt hast? Darf ich? Ich muss zuerst noch sagen, ich habe den Herzschrittmacher rausgenommen, schnell für die Szene. Aber in der Nähe funktioniert es noch. Jetzt kannst du sagen. Es ist 1986. Neuchâtel Xamax spielt gegen Real Madrid im Stadion La Maladière. Und sie möchten gewinnen. Sie müssen gewinnen unter dem Trainer Gilbert Gress. Und jetzt kommt der Ueli Stielke, der nimmt den Ball und schießt eine Bananenflanke. Goal! Xamax hat gewonnen! Yeah! Ja! Ja! Das ist das Beste! Das ist hervorragend! Hervorragend! Jawohl! Irgendwie ist es verständlich, dass es unserer Jury manchmal auch ein bisschen zu viel geworden ist. Allen voran, wie wir jetzt gesehen haben, am Gilbert Kess. La 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 ja, klasse. Ein bisschen enge Hosen noch. Ich muss ein bisschen abnehmen, ich habe zugenommen. Entschuldige diese Leute, wir sind jetzt schon 10 Tage zusammen und es wird alles schlimmer und schlimmer. Monsieur Kress, hier haben Sie ein bisschen mehr Auslauf in der Bodensee Arena. Geht Ihnen hier besser? Nein, in meinem Kontakt haben sich die drei gebessert natürlich, aber es hat lange gedauert. Über 10 Tage natürlich. Aber heute ist alles okay. Ha? Okay, alles okay mit uns vier. So. Wow, also Sie sind ein gutes Umfeld für unsere drei. Ja. Sven, du bist ja, darf man glaube ich sagen, so ein bisschen der Schocki-Tiger von der Runde. Und zum an Süßes kommen ist am Sven jedes Mittel recht. Mmh. Nicht die ganze Halle küssen. Ein Lebkuchen ist super. Und nach was schmeckt es? Erdbeer. Erdbeer? Mmh. Jetzt, was du sagst, Erdbeer. Sven, du blasst ja dann meistens nicht bei Lebkuchen, mmh, sondern jedes Schöckli muss dran bleiben. Der Osterhase ist mein bester Freund. Sofern es ein paar Schokolade dabei hat. Entschuldigung. Okay, und wie machst du das, dass man dir das nicht angesagt? Was angesagt? Entschuldigung. Die meisten. Darf ich schon? Stell noch eine Frage. Bitte. Nimm dir Zeit, Sven. Genieße es. Danke vielmals. Für die meisten senden wir ja 16 zu 9. Immer wenn ich im Bild bin, ist es 9 zu 16. Ab sofort bei mir auch. Ab sofort bei dir auch. Das kannst du auf Wunsch haben, natürlich. Alles klar. Ja, es ist schon so, oder? Es ist einiges passiert in den letzten Wochen, auch heute Abend. Und letzte Woche hast du dich so ein bisschen zum Fenster gewagt und hast gesagt, wer dann eventuell gute Chancen hätte. Hast du es nicht schlecht bereicht? Würdest du dich heute auch auf eine Prognose rauswagen? Schwieriger als letztes Mal. Dunkt es mich, wenn ich heute so über alles schaue. Möchtest du wieder Namen hören, oder wie? Letztes Mal hast du dich getraut. Jesus, Marie, okay, aber 3 gehen wieder oder so. Also, ich denke die Wallscrapers. Ich denke der Erwin aus der Schweiz, Lina, Nora Zoller und eventuell der Luca Glor so. Gut, das sind ja schon fast alle. Das sind ja schon also, es geht nur noch ein paar wenige Augenblicke und dann wissen wir, wer es schafft ins grosse Finale vom nächsten Samstag. Das heisst, in ein paar Augenblicken werden da oben sich ein paar freuen und eventuell können Sie denen auch ein bisschen zuvorkommen. Falls Sie nämlich der Gewinner, Gewinnerin sind von unserem Wettbewerb, der Name, der sollte jetzt eingeblendet sein. Liebe Grüße zu Ihnen heim und viel Spass beim Geld ausgeben oder sparen, je nachdem, was Sie lieber haben. Ich weiß ja nicht, wie es Ihnen daheim geht, aber mich nimmt es schaurig Wunder, wer es dann schafft, ins grosse Finale. Und darum würde ich sagen, holen wir es zurück auf die Bühne. Ein riesen Applaus für unsere Special E4! Lina
Wushu! Amelia Berlen. Moira Buser. Naemann Meyer. Und Rose Grapers Trampolin. Da sind wir also. Und darum ist es auch jetzt Zeit für Ihre Entscheidung. Da stehen Sie, die 10 Talente, die heute auf der Bühne alles gegeben haben, um Sie zu Hause und natürlich auch unsere Jury zu überzeugen. Doch nur 5 kommen heute Abend eine Runde weiter. Nur 5 haben heute Abend noch die Chance, im grossen Finale zu stehen und das grösste Schweizer Talent zu werden. Und wer das ist, das steht in diesem Kuvert. Da steht ein Eis für den ersten Platz. Und da steht auch noch etwas daneben. Der Name von dem Talent oder diesen Talent, der von innen zu Hause am meisten Stimmen bekommen hat. Sicher im Finale mit dabei. Und auf Platz 1 heute Abend. World Scrapers! Und hoffen natürlich, dass sie ihren Traum noch ein bisschen weiterleben können und nochmal auftreten können. Und weiter träumen darf dank am Platz 2 Nora Zoller! Jetzt sind es noch 2 Kandidaten, die es direkt ins Finale schaffen. Wer darf jetzt dann gerade jubeln und feiern? Es ist der Erwin aus der Schweiz! Mein Name steht auf dem Kärtchen. Wer bekommt das letzte Ticket, das direkt ins Finale geht? Wir vergeben das Ticket jetzt. Und zwar Adlina Kudusovic! Sind also sicher im Finale mit dabei. Ein Platz ist noch offen. Es gibt 2 Kandidaten, die dafür noch in Frage kommen. Platz 5 und 6. Wer auf welchem Platz ist, das wissen wir im Moment noch nicht. Entscheiden über den letzten Finalplatz wird unsere Jury. 2 Talente, die noch hoffen dürfen. Wer? Das steht im 2. Weiter im Rennen ist der Luca Glor! Der Luca Glor, also einer von den Kandidaten, die noch hoffen darf. Doch es wird sich ihm jemand in Quere stellen. Jemand, der genauso wie er auf die Stimme der Jury hoffen wird. Und hoffen auf diese Stimme
wird jetzt dann gerade Amelia Berlin! Und das heisst, an dieser Stelle verabschieden wir uns von den anderen Kandidaten. Danke vielmals, dass ihr da wart. Bei den grössten Schweizer Talenten. Ihr habt alles gegeben. Einen riesigen Auftritt gehabt vor vielen, vielen Leuten. Das wird euch niemand mehr nehmen. Luca und Amelia. Hoffen jetzt also auf das Urteil von unserer Jury, denn es gibt nur noch einen Finalplatz zu vergeben. Es liegt jetzt an unseren Juroren und die haben genau 30 Sekunden Zeit, um sich zu entscheiden. Und die 30 Sekunden, die laufen ab jetzt. Liebe Jury, die 30 Sekunden sind durch und so wie es aussieht, habt ihr euch entscheiden können. Und an dieser Stelle möchte ich noch mal sagen, es braucht 3 Jahre, wie schon in den Castings, um die Runde zu überstehen. Und ich sage, liebe Jury, euer Urteil jetzt. Amelia und Luca, 2 junge Talente auf die Bühne. Sicher 2 Talente, die diesen Platz für das Halbfinale verdient haben. Jetzt muss man eine Entscheidung treffen. Es ist nicht einfach. Ich folge mein Herz, ich folge meinem Bauch. Amelia, du hast sehr gut gesungen. Ich spüre noch eine gewisse Unsicherheit. Für mich, Luca, bist du reifer geworden. Du bist bereit für diese Bühne. Ich gebe dir meine Stimme. Für mich ist das ein sehr, sehr schwieriger Entscheid. Ich hätte mir gewünscht, dass beide bei den ersten 4 sind. Ich bleibe treu an mich selbst. Ich habe auf der goldenen Börse gedrückt für Amelia und dann wähle ich Amelia. Es gibt einen Moment, wo Amelia beschrieben hat auf der Bühne, wo sie gesagt hat, wo der goldene Basser gekommen ist, vom Herrn Gress. Was hast du gesagt? Ich bin völlig durcheinander. Und das war so heute ein bisschen mein Eindruck gewesen. Die Bühne ist noch etwas zu gross für dich. Ich glaube, diese Bühne hast du super gemeistert heute. Aber es reicht noch nicht ganz für mich die Stimme. Für den Luca. Luca und Amelia, egal was jetzt hier entschieden wird, das Wichtigste ist das, was ihr mitnehmt. Und zwar die Erfahrung auf der grossen Bühne. Das, was ihr hier erreicht habt, seid bei den letzten 20 besten Talenten dabei gewesen, schlussendlich. Das ist mal das Wichtige für euren weiteren Lebensweg. Ihr seid beide jung, das habt ihr gemeinsam. Und ihr habt noch etwas weiteres Gemeinsames. Ihr seid beide heute endlich so ein bisschen introvertiert gewesen. Ihr seid noch nicht die, die die Bühne geniessen können. Beide noch ein bisschen verhalten. Sowohl Amelia wie auch du, Luca. Dort habt ihr noch Potenzial. Und trotzdem muss eine Entscheidung her. Es steht im Moment 2-1 zugunsten von Luca. Und ich habe mich unabhängig von diesen 3 entschieden. Auch zum Bauch raus. Auch dorthin, wo ich das Gefühl habe, hat es noch mehr Potenzial. Und meine Entscheidung ist gefallen zugunsten von Luca. Und somit können wir unseren letzten Finalist vom heutigen Abend, Luca Dron, Amelia Berlin, danke dir vielmals. Du hast es grossartig gemacht. Wirklich, wir sind froh, dass du bei uns bist.
kommen zu uns. Unsere 5 Finalisten, die werden mit dabei sein am nächsten Samstag im grossen Finale. Schön sind Sie mit dabei gewesen heute Abend. Da gibt es jetzt gerade Tagesschau und wir sehen uns wieder genau in der Woche. Und dann führen wir das grösste Schweizer Talent. Ich freue mich. Bis dann. Schönen Abend. Die größten Schweizer Talente mit leshop.ch, Heimlieferung ihrer Einkäufe, Subaru, der 4x4 für die Schweiz und Visilab, der führende Schweizer Optiker.